Herzlich willkommen zum Grand Final der ESL-Meisterschaft. Er geht mit der Kamera in die Mitte so. Ja. Guck mal, wie er lungert. Das ist richtig am Lungern. Das ist der Mann fürs Geschäft. Big, wo ist Big? Da ist Big. Film. 180. Das ist die Winkelhof da. Löwe. Kennst du diesen Vorteil, diesen, was alles wieder geht? Kann mit Öl in der Eisenbahn. Ich habe auch Fett gehört. Der ist immer am Acker. Egal, wo der ist. Das ist immer am Acker. Ne? Boah, 106. Ist gut. Das war schon mal nicht schlecht. Ja. Ich glaube, das Beste war heute bei 103 oder 110. El Gobelor. Da haben die gerade eben gesagt bekommen, ja, ihr dürft erst im 18. Was? One War Breaking. Die packen das easy. Packen. Das ist echt charakterschwach. Ja, er hat Winterjacke, Digga. Eher schwarz. Komm. Jarosch hat 16. Ist nicht so gut. Also schon gut, aber fahrt jetzt 10. Vater geht ab, Alter. Party on fire. Reicht. Hey, was habt ihr gedrückt? Und mit Berlin zweite Runde. Sehr unskillt. Ja. Wer auch immer den Flaschen gedrückt hat, sehr unskillt. Weil ich gold nicht schaffe. Jo, Leute. Wir haben jetzt Content Day hinter uns. Heute ist Samstag. Wir geben jetzt noch was Schönes essen, beziehungsweise bestellen uns was. Und später dann mal gucken. Wir haben leider keinen Prac-Raum oder keine Prac-Möglichkeit geboten bekommen von der ESL beziehungsweise von Freaks4U. Deswegen müssen wir uns irgendwie anders die Zeit vertreiben heute. Und morgen geht es dann aber früh raus. Fatih hat Runde zugeholt. Ja? Die Arbeit. Einmal klatschen zu Fatih aber. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also, es sieht schon doch schon mal aus, als ob es da hinten ist, das Ding. Was das hier ist? Ja? Nee, das sind Sternzeichen, Bruder. Ja, aber also, welche sind, habe ich mehr erkannt. Also, ja? Aber was bedeuten die? 160. Was? Bei dem Schwimmer unten, also, man, das ist es. Was soll denn für ein Sternzeichen sein? Was ist denn was für ein Unterschied? Keine Ahnung. Ich schwimme, das gibt es doch nicht als Sternzeichen. Vielleicht ist es wirklich. Mir geht's gut. Wann gibst du die erste? Wenn David Tarek rum ist vorne. Okay, interessant. Wir haben das High, das machst du genau richtig. Fallen Sie mich die Timings ab, die ich dir gesagt habe. Muss ja keiner wissen. Was geht, Jungs? Sag doch was. Elias hat die Sonne mitgebracht. Wir sind hier. Elias hat den Anti-Film-Cheat-Code. Lofer, Finals Day, ein Game, alles oder nichts. Du bist selber ready. Der große Mann hier hat die Erfahrung sammeln können. Mit denen spielen. Achso, ich denke, wir schaffen das. Wir schaffen das. Danke!
geht. Bist du ready fürs Game? Na klar. Jetzt ein bisschen Warm-Upen hier. Und ja, dann vielleicht ein bisschen das Spiel genießen auch. Wahrscheinlich Stop Attacks gewinnt in Sprout. Aber mal gucken, kann alles passieren. Baba. Schon sehr gut eigentlich. Die Kartoffelhecken sehr gut. Ist gut, ne? Ja. Haben die schon gut hinbekommen so? Bisschen Soße. Sind Stein approved. Stein approved. Und es kommt schon sehr gut vor. Stein sehr pingelig manchmal. Lol halt. Lass es dir schmecken, mein Sohn. Kann ich Wasser schluck? Ich glaube, jetzt sind diese Limo. Oh, Scheiße. So Wolvik rating. Limo. Wolvik. Kurz raten. Und die herbekommen. Oh, oh. Tiefer. Ein richtiger Schluck aus der Werbe. 10 von 10. Overpass. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber auf jeden Fall die drei Maps. Wird so gute Maps für uns. Wird ein angenehmes. Vielleicht ein drei Mapper, aber ist okay. Sind gute Maps für uns auf jeden Fall. Gutes Veto. Ja, der hängt einfach schief, ne? Haben alle noch keine erste Meisterschaft gewonnen. Einfach mal dieses Ding nach Hause holen. Hinkelfort nach Berlin. Gute Maps. Ferno Vertigo Overpass. Besten Maps. Herzlich willkommen, Big Academy! Genau ein Jahr her fast, seitdem ich das letzte Mal im Finale stand. Und jetzt spielen wir wieder gegen Sprout, diesmal mit einem anderen Team. Wie du schon sagst, ist sehr viel passiert dieses Jahr. Wir sind alle sehr viel gewachsen, wir 5 Spieler bei Big Academy, deswegen bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir gewinnen werden. Nicht gereicht, mit der Kappe mehr drin gewesen. Sacks im Nahkampf. Hat aber umlaufen worden. Krimbos hinten, sie sind drauf auf dem Spot. Wir
jetzt kommt unsere Map. Ich weiß nicht, da, wir haben unser Homeground, keine Ahnung, ich weiß nicht, was uns hitten kann, was wir nicht gespeckt haben. Wir haben die gefickt auf dem, in den Playoffs online. Wir müssen nur einfach ein bisschen cooler bleiben. Der zur Linken ist im Lowground, den hat er sofort genommen. Jetzt ist Slacks der Letzte, bei weitem mit 100 AP. Und dort ist er durch, sucht sich abzuspotten, die Gap zu finden und gewinnt das Duell gegen den Spieler von Geld. Auf geht's, Winkler kämpfen und siegen! Haben den Spot komplett für uns. Und er kann auch wie viel spielen, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Jetzt natürlich Tor auf Tür. Ja! Der Wahrheit. Auf der rechten Seite wird der Gegner wahrscheinlich sein. Er geht rum. Auf die Stelle. Guck das mal, das ist die absolute Joker-Position. Wenn er ein bisschen abgelenkt wird. Auf hat geguckt. Aber das Problem ist, dass ein Mate da auch. Reicht das noch? Jawohl. Ganz alleine für den Einer spielt Rotate, sie gammeln dann auch wieder viel, wie sie es auf der anderen Top gemacht haben. Ja, aber so mixmäßig. Er schaut auch sehr oft einfach Red kurz, ne? Red kurz, Patrick Monster. Und Barry und Stairs wechseln sich wirklich extrem viel ab. Also mal spielen sie 2A mit Barry A, mal so, mal so. Auf Vertigo auf euer Spiel gespielt, das sah viel leichter aus, viel besser aus. Macht nicht auf Fenner, spielt auf eure Stärken. Das sah viel besser aus. Bisschen was schief gegangen einfach von Fern. Ja, und ey, cool bleiben. Egal welche Runden ihr verliert, ihr gewinnt genau solche Runden. Ihr verliert Ekos, dann nicht... Nicht euch gegenseitig anmachen, so, das ist wichtig, Mann. Und habt Spaß, das letzte Map, Alter. Wir haben halt Puls, wir haben Monster, wir gewinnen den Auftrag, ja. Und denkt an den DJ-Pop, Jungs, ja? Einfach zu. Ja. Denkt an die Parts. Und auch an den Monster-Pop, Digga, dass jeder weiß, was ihr macht. Spielen, dritte Map im Finale ist mal sehr, sehr anstrengend. Also, was heißt anstrengend? Ist mal sehr intens, sag ich mal. Also danach werden wir auf jeden Fall fertig sein, das sag ich, wie es ist. Aber ich freue mich. Dritte Map ist schon sehr geil. Ist auf jeden Fall ein Blockbuster hier. Mach mal Lärm jetzt hier! Wenn keine Rückzugsmöglichkeit haben, dann jagen sie ihn raus. Brosos mit dem Siegel-Headshot. Red muss jetzt seinerseits in die Offensive gehen, er wird sofort getradet. Überzahlsituation für Big Academy. 2-4. Und es hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab, ob der seine Position nicht verteidigen kann. Slack ist auch schon da. Körper von Blei, das ist natürlich der Erste, die müssten sich teilen, das ist die Chance, aber dann können sie in ihr Tempo spielen und er weiß nicht wohin. Ja! Runde zu bescheren, aber muss er entsetzen. Grimmo Swing White, Sky ist dabei, macht den zweiten und dann sind sie nur noch zu zweit. Slacks und Barry bleiben, aber Brosos macht einen und Sky den letzten zu achten für Big. Also auch ein bisschen die Range-Möglichkeit und hyped! Barry ist los! Hype ist weiter auf der Jagd, auf der Pirsch. Aber da sollte man lieber kein Sprout-Geweih haben.
Nochmal den Shot. Heim, den trifft er nicht. Er hat ein bisschen Probleme. Bisschen die Bredouille geraten. Oh, die Schuss, die hat er getroffen. Und er geht zum Kohlen hinterher. Heim, was ist denn hier los? Plötzlich macht ihm ein Ende. Aber das hat natürlich schon wieder mächtig Schaden angerichtet. 50 Sekunden auf der Uhr. Sky mit dem Backstep. Der hat alles auf der Hand. Und er sieht Rams. Oh, Slack gewinnt das Duell für sich. Reißt ein Riesenloch rein. Information ist natürlich da. Hyped. Es ist der Hype-Train. Kann er gestoppt werden? Hyped an der AWP, aber erneut mit 3 HP. Hält die Toilets, hält den Highway und hat 2 Leute vor sich. Spottet Sim, nimmt ihm die komplette Schulter ab. Aber es läuft noch nicht zum Kill. Da kommt Patrick mit dazu. Es ist der Crossroad von Trimble zum 2 gegen 2. Großes ist weg, aber dennoch liegt es weiter an der Kontinuität, eben diese Frags zu halten. Und dort wird getradet. Hyped ist dabei. Es verbleibt beim 2 gegen 2, in dem Red und Stair das Ganze gleich im Postplans klären müssen. Und die Doppel-AWP, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber Hyped macht den ersten Kill. Es ist... Keine Worte, ich bin sehr glücklich und ich bin auch sehr fertig auf jeden Fall. Ich bin sehr fertig. Ja? Was sagt man nach so einem Spiel? Wortlos, wunschlos glücklich. Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, wir wollen jetzt so oft Zweiter, waren immer so nah dran. Wir haben echt wirklich ein bisschen was, wir hätten was gewinnen können, haben es nie getan. Ich dachte auch wirklich, es wird dieses Jahr nichts mehr. So schlimm war es schon. Nee, Spaß beiseite, also ich weiß nicht, es fühlt sich geistkrank an. Sprout wurde war so lange. Sag ich mal die Spitze im nationalen Deutschland, im nationalen CSO. Pink natürlich rausgenommen. Geistkrank. Cut.